Gib mir das Lineal. Wie viele Schüler sind an dieser Schule? In welchem Alter fangen Kinder die Schule an? Worüber sprecht ihr beiden? Ist das dein Stift? Ihr könnt nach Hause gehen. Ich habe die Schule mit 16 verlassen. Niemand darf jetzt die Klasse verlassen. Die Stunde ist vorbei. Wo bist du zur Schule gegangen? Wer kann meine Frage beantworten? Ich bin in Bristol zur Schule gegangen. Ist das alles, was du sagen kannst? Kannst du mir ein Beispiel nennen? Haben Sie ein Fitnessstudio? Die Glocke wird bald klingeln. Ich habe es nicht ganz richtig verstanden. Bitte seid ruhig. Sprecht mir bitte nach. Was denkst du über deine Noten? Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Wem gehört dieses Buch? Lass uns Isländisch üben. Du machst Fortschritte. Ich möchte dir ein gutes Buch vorschlagen. Wo hast du mein Radiergummi hingelegt? Mag er die Schule? Ich denke, du solltest sie auswendig lernen. Bieten Sie Ferienkurse an? Du hast die besten Noten erhalten. Der Aufsatz wurde in Eile geschrieben. Es war ein Flüchtigkeitsfehler. Hast
Hast du einen Stift, den ich mir ausleihen könnte? Es ist besser als beim letzten Mal. Hast du einen Stift? Ihre Noten sind über dem Durchschnitt. Möchte jemand etwas hinzufügen? Wann endet das akademische Jahr? Mir wurde vom Lehrer geholfen. Wie war letztes Jahr dein Lehrer? Was weißt du über Algerien? Haben Sie Schließfächer? Die Antwort ist richtig.
Thank you.
Gib mir das Lineal. Lass uns Isländisch üben. Bieten Sie Ferienkurse an? Die Glocke wird bald klingeln. Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Wo hast du mein Radiergummi hingelegt? Haben Sie Schließfächer? Möchte jemand etwas hinzufügen? Wie war letztes Jahr dein Lehrer? Niemand darf jetzt die Klasse verlassen. Ist das dein Stift? Hast du einen Stift? Ich bin in Bristol zur Schule gegangen. Ich möchte dir ein gutes Buch vorschlagen. Wann endet das akademische Jahr? Mag er die Schule? Ich denke, du solltest sie auswendig lernen. Hast du einen Stift, den ich mir ausleihen könnte?
habe es nicht ganz richtig verstanden. Du hast die besten Noten erhalten. Was weißt du über Algerien? Wo bist du zur Schule gegangen? Wer kann meine Frage beantworten? Worüber sprecht ihr beiden? Es ist besser als beim letzten Mal. Die Antwort ist richtig. Wem gehört dieses Buch? In welchem Alter fangen Kinder die Schule an? Sprecht mir bitte nach. Du machst Fortschritte. Ihr könnt nach Hause gehen. Was denkst du über deine Noten? Die Stunde ist vorbei. Ich habe die Schule mit 16 verlassen. Mir wurde vom Lehrer geholfen. Haben Sie ein Fitnessstudio? Der Aufsatz wurde in Eile geschrieben.
seid ruhig. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Ist das alles, was du sagen kannst? Wie viele Schüler sind an dieser Schule? Ihre Noten sind über dem Durchschnitt. Es war ein Flüchtigkeitsfehler. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Es war ein Flüchtigkeitsfehler. Was weißt du über Algerien? Ist das dein Stift? Wer kann meine Frage beantworten? Der Aufsatz wurde in Eile geschrieben. Es ist besser als beim letzten Mal. Bieten Sie Ferienkurse an? Du hast die besten Noten erhalten. Mir wurde vom Lehrer geholfen. Ich habe es nicht ganz richtig verstanden. Wo bist du zur Schule gegangen? Wem gehört dieses Buch? Ihre Noten sind über dem Durchschnitt. Hast du einen Stift? Ich bin in Bristol zur Schule gegangen. Mag er die Schule? In welchem Alter fangen Kinder die Schule an? Bitte seid ruhig.
Lass uns Isländisch üben. Ich möchte dir ein gutes Buch vorschlagen. Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Die Stunde ist vorbei. Niemand darf jetzt die Klasse verlassen. Ist das alles, was du sagen kannst? Hast du einen Stift, den ich mir ausleihen könnte? Die Glocke wird bald klingeln. Worüber sprecht ihr beiden? Wie viele Schüler sind an dieser Schule? Ich habe die Schule mit 16 verlassen. Ihr könnt nach Hause gehen. Möchte jemand etwas hinzufügen? Sprecht mir bitte nach. Was denkst du über deine Noten? Haben Sie Schließfächer? Wie war letztes Jahr dein Lehrer? Haben Sie ein Fitnessstudio? Wann endet das akademische Jahr? Die Antwort ist richtig. Gib mir das Lineal. Ich denke, du solltest sie auswendig lernen. Du machst Fortschritte. Wo hast du mein Radiergummi hingelegt? Worüber sprecht ihr beiden? Kannst du mir ein Beispiel nennen? Ich denke, du solltest sie auswendig lernen. Du hast die besten Noten erhalten.
dieses Buch? Bitte seid ruhig. In welchem Alter fangen Kinder die Schule an? Möchte jemand etwas hinzufügen? Sprecht mir bitte nach. Die Stunde ist vorbei. Lass uns Isländisch üben. Mag er die Schule? Wann endet das akademische Jahr? Ihr könnt nach Hause gehen. Gib mir das Lineal. Wer kann meine Frage beantworten? Was denkst du über deine Noten? Es ist besser als beim letzten Mal. Wo bist du zur Schule gegangen? Ich bin in Bristol zur Schule gegangen. Bieten Sie Ferienkurse an? Die Glocke wird bald klingeln. Mir wurde vom Lehrer geholfen. Niemand darf jetzt die Klasse verlassen. Ich möchte dir ein gutes Buch vorschlagen.
war letztes Jahr dein Lehrer? Die Antwort ist richtig. Der Aufsatz wurde in Eile geschrieben. Ist das dein Stift? Haben Sie ein Fitnessstudio? Ihre Noten sind über dem Durchschnitt. Ich habe es nicht ganz richtig verstanden. Hast du mein Radiergummi hingelegt? Haben Sie Schließfächer? Es war ein Flüchtigkeitsfehler. Ist das alles, was du sagen kannst? Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Was weißt du über Algerien? Hast du einen Stift? Ich habe die Schule mit 16 verlassen. Wie viele Schüler sind an dieser Schule? Fortschritte. Hast du einen Stift, den ich mir ausleihen könnte? In welchem Alter fangen Kinder die Schule an?
Worüber sprecht ihr beiden? Niemand darf jetzt die Klasse verlassen. Es ist besser als beim letzten Mal. Der Aufsatz wurde in Eile geschrieben. Ihr könnt nach Hause gehen. Haben Sie ein Fitnessstudio? Wann endet das akademische Jahr? Haben Sie Schließfächer? Wem gehört dieses Buch? Gib mir das Lineal. Was denkst du über deine Noten? Bieten Sie Ferienkurse an? Ich habe die Schule mit 16 verlassen. Wie viele Schüler sind an dieser Schule? Ich denke, du solltest sie auswendig lernen. Die Stunde ist vorbei. Mir wurde vom Lehrer geholfen. Ihre Noten sind über dem Durchschnitt. Ist das dein Stift? Wie war letztes Jahr dein Lehrer? Lass uns Isländisch üben. Wo bist du zur Schule gegangen? Die Glocke wird bald klingeln. Ich möchte dir ein gutes Buch vorschlagen. Hast du mein Radiergummi hingelegt? Ist das alles, was du sagen kannst? Hast du einen Stift, den ich mir ausleihen könnte? Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Ich bin in Bristol zur Schule gegangen. Du machst Fortschritte. Bitte seid ruhig. Ich habe es nicht ganz richtig verstanden.
mag er die Schule? Wer kann meine Frage beantworten? Es war ein Flüchtigkeitsfehler. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Hast du einen Stift? Die Antwort ist richtig. Was weißt du über Algerien? Sprecht mir bitte nach. Möchte jemand etwas hinzufügen? Du hast die besten Noten erhalten. In welchem Alter fangen Kinder die Schule an? Möchte jemand etwas hinzufügen? Worüber sprecht ihr beiden? Wem gehört dieses Buch? Kannst du mir ein Beispiel nennen? Hast du einen Stift, den ich mir ausleihen könnte? Die Glocke wird bald klingeln. Du machst Fortschritte. Bieten Sie Ferienkurse an? Ich bin in Bristol zur Schule gegangen. Es ist besser als beim letzten Mal. Ihr könnt nach Hause gehen. Du hast die besten Noten erhalten. Ich denke, du solltest sie auswendig lernen. Wie war letztes Jahr dein Lehrer? Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Der Aufsatz wurde in Eile geschrieben. Gib mir das Lineal. Mag er die Schule? Was denkst du über deine Noten? Bitte seid ruhig. Wo bist du zur Schule gegangen? Haben Sie Schließfächer? Was weißt du über Algerien? Ist das dein Stift?
lass uns Isländisch üben. Die Antwort ist richtig. Wie viele Schüler sind an dieser Schule? Ich möchte dir ein gutes Buch vorschlagen. Ich habe die Schule mit 16 verlassen. Ist das alles, was du sagen kannst? Wo hast du mein Radiergummi hingelegt? Hast du einen Stift? Ihre Noten sind über dem Durchschnitt. Niemand darf jetzt die Klasse verlassen. Die Stunde ist vorbei. Mir wurde vom Lehrer geholfen. In welchem Alter fangen Kinder die Schule an? Wann endet das akademische Jahr? Der Aufsatz wurde in Eile geschrieben. Es war ein Flüchtigkeitsfehler. Es war ein Flüchtigkeitsfehler. Lass uns Isländisch üben. Haben Sie ein Fitnessstudio? Haben Sie ein Fitnessstudio? Ich habe es nicht ganz richtig verstanden. Ich habe es nicht ganz richtig verstanden. Ist das dein Stift? Du machst Fortschritte. Sprecht mir bitte nach. Sprecht mir bitte nach. Wie lange dauert es noch bis zur Pause? Wo bist du zur Schule gegangen? Wer kann meine Frage beantworten? Wer kann meine Frage beantworten? Wie kann ich mich anmelden? Bist du Student? Wo studierst du? Ich studiere an einer Universität. Auf welche Universität gehst du? Ich bin an der Universität Liverpool. Was lernst du? Ich studiere Medizin. Ich studiere hier. Wie weit bist du? Ich bin im ersten Jahr. Ich bin in meinem letzten Jahr. Ich bin in meinem dritten Jahr. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Ich studiere Linguistik. Ich studiere Geschichte. Ich lerne Hindi. Ich studiere Wirtschaft. Sie studieren Chemie. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Welche Fakultäten hat diese Universität? Arbeitest du oder studierst du? Ich mache meinen Master in Jura. Ich promoviere in Chemie. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Ich werde mir die größte Mühe geben.
Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Gibt es einen Aufnahmetest? Erhalten Studenten Stipendien? Bieten Sie Fernstudien an? Wer kann gebührenfrei studieren? Wann fangen die Kurse an? Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Welchen Kurs unterrichten Sie? Ich unterrichte mathematische Analysis. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Ich bin Leiterin der Fakultät. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Ich bin im Mathe-Club. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Sie hat ein Diplom in Management. Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Wie lange musst du noch studieren? Was willst du nach dem Studium machen? Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Sie hat ein Diplom in Management. Wann fangen die Kurse an? Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Ich bin in meinem letzten Jahr. Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Ich bin in meinem dritten Jahr. Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Ich bin an der Universität Liverpool. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Auf welche Universität gehst du? Wer kann gebührenfrei studieren? Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich studiere Linguistik. Gibt es einen Aufnahmetest? Ich studiere Geschichte. Arbeitest du oder studierst du? Was willst du nach dem Studium machen? Ich promoviere in Chemie. Wie kann ich mich anmelden? Sie studieren Chemie. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Bist du Student? Ich
Ich unterrichte mathematische Analysis. Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Ich lerne Hindi. Bieten Sie Fernstudien an? Wie lange musst du noch studieren? Welche Fakultäten hat diese Universität? Ich werde mir die größte Mühe geben. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Ich studiere Wirtschaft. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Ich bin im Mathe-Club. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Ich studiere Medizin. Wo studierst du? Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Ich studiere hier. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Ich bin im ersten Jahr. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Welchen Kurs unterrichten Sie? Ich bin Leiterin der Fakultät. Erhalten Studenten Stipendien? Was lernst du? Wie weit bist du? Ich studiere an einer Universität. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Ich mache meinen Master in Jura. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Ich studiere an einer Universität. Welche Fakultäten hat diese Universität? Sie hat ein Diplom in Management. Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Ich lerne Hindi. Ich bin im Mathe-Club. Auf welche Universität gehst du? Wie lange musst du noch studieren? Ich bin im ersten Jahr. Ich mache meinen Master in Jura. Wie weit bist du?
Ihre Geschichte. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Welchen Kurs unterrichten Sie? Ich studiere Medizin. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich bin an der Universität Liverpool. Ich promoviere in Chemie. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Ich bin in meinem letzten Jahr. Ich studiere Linguistik. Ich unterrichte mathematische Analysis. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Wer kann gebührenfrei studieren? Erhalten Studenten Stipendien? Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Ich studiere Wirtschaft. Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Ich studiere hier. Bieten Sie Fernstudien an? Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Was lernst du? Was willst du nach dem Studium machen? Arbeitest du oder studierst du? Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Wann fangen die Kurse an? Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Wie kann ich mich anmelden? Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Bist du Student? Ich bin in meinem dritten Jahr. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit.
Denkst du? Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Gibt es einen Aufnahmetest? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Sie studieren Chemie. Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Ich bin Leiterin der Fakultät. Wann fangen die Kurse an? Ich mache meinen Master in Jura. Ich studiere Geschichte. Ich unterrichte mathematische Analysis. Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich mache meinen Master in Jura. Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Erhalten Studenten Stipendien? Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Ich studiere Linguistik. Wo studierst du? Ich studiere Geschichte. Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Auf welche Universität gehst du? Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Ich bin im Mathe-Club. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Welche Fakultäten hat diese Universität? Ich bin Student an der Kunstfakultät. Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Wie lange musst du noch studieren? Ich promoviere in Chemie. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich bin Leiterin der Fakultät. Wann fangen die Kurse an? Sie hat ein Diplom in Management. Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Arbeitest du oder studierst du? Gibt es einen Aufnahmetest? Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Wie kann ich mich anmelden? Wie weit bist du? Erhalten Studenten Stipendien? Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Ich bin in meinem dritten Jahr. Bieten Sie Fernstudien an? Was willst du nach dem Studium machen?
Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich werde mir die größte Mühe geben. Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Ich studiere Medizin. Bist du Student? Bist du Student? Welche Fakultäten hat diese Universität? Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich studiere an einer Universität. Ich studiere an einer Universität. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Ich bin im ersten Jahr. Ich bin an der Universität Liverpool. Ich bin an der Universität Liverpool. Ich bin in meinem dritten Jahr. Ich bin in meinem dritten Jahr. Ich mache meinen Master in Jura. Ich lerne Hindi. Ich lerne Hindi. Wie lange musst du noch studieren? Wie lange musst du noch studieren? Was lernst du? Was lernst du? Ich bin im Mathe-Club. Ich promoviere in Chemie. Ich promoviere in Chemie. Wann fangen die Kurse an? Welchen Kurs unterrichten Sie? Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Ich bin in meinem letzten Jahr. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Wer kann gebührenfrei studieren? Wer kann gebührenfrei studieren? Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Ich studiere hier. Ich studiere hier. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Ich bin im ersten Jahr. Ich bin im ersten Jahr. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Ich studiere Geschichte. Ich studiere Wirtschaft. Ich studiere Wirtschaft. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Wie kann ich mich anmelden? Wie kann ich mich anmelden? Welche Fakultäten hat diese Universität? Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Ich studiere Linguistik. Sie studieren Chemie. Sie studieren Chemie. Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Ich bin in meinem letzten Jahr. Ich bin in meinem letzten Jahr. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Was willst du nach dem Studium machen? Was willst du nach dem Studium machen? Welchen Kurs unterrichten Sie? Welchen Kurs unterrichten Sie? Was lernst du? Ich bin Leiterin der Fakultät. Ich studiere Medizin. Ich studiere Medizin. Sie studieren Chemie. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Ich mache meinen Master in Jura. Arbeitest du oder studierst du? Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Ich bin im Mathe-Club.
bin Student an der Kunstfakultät. Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Ich studiere Geschichte. Ich studiere Wirtschaft. Ich bin im ersten Jahr. Wer kann gebührenfrei studieren? Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Wie weit bist du? Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Ich unterrichte mathematische Analysis. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Welchen Kurs unterrichten Sie? Bieten Sie Fernstudien an? Gibt es einen Aufnahmetest? Bist du Student? Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Wie kann ich mich anmelden? Ich studiere hier. Sie studieren Chemie. Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Arbeitest du oder studierst du? Ich studiere an einer Universität. Ich mache meinen Master in Jura. Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Erhalten Studenten Stipendien? Wie lange musst du noch studieren? Wo studierst du? Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht.
lerne Hindi. Sie hat ein Diplom in Management. Ich bin in meinem letzten Jahr. Was willst du nach dem Studium machen? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Ich bin in meinem dritten Jahr. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich bin an der Universität Liverpool. Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Was lernst du? Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Auf welche Universität gehst du? Ich promoviere in Chemie. Ich studiere Medizin. Welche Fakultäten hat diese Universität? Wann fangen die Kurse an? Ich studiere Linguistik. Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Ich bin Leiterin der Fakultät. Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie.
Mein Sohn studiert Computerwissenschaften.
Sie hat ein Diplom in Management. Ich promoviere in Chemie. Sie studieren Chemie. Ich studiere hier. Wie lange musst du noch studieren? Ich bin in meinem letzten Jahr. Gibt es einen Aufnahmetest? Welchen Kurs unterrichten Sie? Ich studiere Medizin. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Ich unterrichte mathematische Analysis. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Auf welche Universität gehst du? Wer kann gebührenfrei studieren? Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Ich studiere Linguistik. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club.
Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Wie weit bist du? Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Erhalten Studenten Stipendien? Ich mache meinen Master in Jura. Ich lerne Hindi. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Was lernst du? Ich studiere an einer Universität. Ich werde mir die größte Mühe geben. Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Bist du Student? Ich bin im Mathe-Club. Wie kann ich mich anmelden? Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Thank you.
Ich bin an der Universität Liverpool. Ich bin Leiterin der Fakultät. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Welche Fakultäten hat diese Universität? Ich bin im ersten Jahr. Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Bieten Sie Fernstudien an? Ich studiere Geschichte. Wann fangen die Kurse an? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Ich studiere Wirtschaft. Arbeitest du oder studierst du? Wo studierst du? Was willst du nach dem Studium machen? Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford.
bin in meinem dritten Jahr. Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Ich studiere hier. Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Ich unterrichte mathematische Analysis. Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Arbeitest du oder studierst du? Ich lerne Hindi. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Ich bin Student an der Kunstfakultät. Ich bin in meinem letzten Jahr. Ich bin an der Universität Liverpool. Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Ich studiere Wirtschaft. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Auf welche Universität gehst du? Sie studieren Chemie. Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Bist du Student? Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Wie kann ich mich anmelden? Ich studiere Linguistik. Ich werde mir die größte Mühe geben. Welchen Kurs unterrichten Sie? Ich studiere an einer Universität. Was willst du nach dem Studium machen? Was lernst du? Ich bin Leiterin der Fakultät.
Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Sie hat ein Diplom in Management. Bieten Sie Fernstudien an? Wie weit bist du? Wann fangen die Kurse an? Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Ich studiere Geschichte. Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Ich bin im ersten Jahr. Ich bin im Mathe-Club. Wo studierst du? Wie lange musst du noch studieren? Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich bin in meinem dritten Jahr. Welche Fakultäten hat diese Universität? Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Ich studiere Medizin. Ich promoviere in Chemie. Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Gibt es einen Aufnahmetest? Ich mache meinen Master in Jura. Erhalten Studenten Stipendien? Wer kann gebührenfrei studieren? Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Was lernst du?
Welche Fakultäten hat diese Universität? Ich studiere Linguistik. Ich bin in meinem dritten Jahr. Ich bin im ersten Jahr. Bist du Student? Ich bin Student an der Kunstfakultät. Arbeitest du oder studierst du? Sie studieren Chemie. Bieten Sie Fernstudien an? Wo studierst du? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Ich bin an der Universität Liverpool. Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Ich werde mir die größte Mühe geben. Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Was willst du nach dem Studium machen? Ich bin in meinem letzten Jahr.
Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Ich lerne Hindi. Wer kann gebührenfrei studieren? Wie kann ich mich anmelden? Gibt es einen Aufnahmetest? Ich bin Leiterin der Fakultät. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Ich studiere hier. Wie weit bist du? Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich studiere Wirtschaft. Erhalten Studenten Stipendien? Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs? Ich unterrichte mathematische Analysis. Wie lange musst du noch studieren? Sie hat ein Diplom in Management. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Ich studiere Medizin. Welchen Kurs unterrichten Sie? Auf welche Universität gehst du?
wann fangen die Kurse an? Ich mache meinen Master in Jura. Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Ich studiere an einer Universität. Ich bin im Mathe-Club. Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Ich promoviere in Chemie. Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Ich studiere Geschichte. Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Ich promoviere in Chemie. Im nächsten Semester unterrichte ich Biologie. Wie kann ich mich anmelden?
meisten meiner Freunde sind Mitglieder im Club. Ich studiere hier. Auf welche Universität gehst du? Wir möchten Universitätsdozenten treffen. Ich bin im Mathe-Club. Er ist Russisch-Dozent an der Universität Oxford. Wie weit bist du? Mein Sohn studiert Computerwissenschaften. Erhalten Studenten Stipendien? Ich studiere Linguistik. Sie hat ein Diplom in Management. Wer kann gebührenfrei studieren? Ich nehme mir ein Jahr Auszeit. Bieten Sie Fernstudien an? Wer ist der Präsident Ihrer Universität? Könnten Sie bitte dieses Anmeldeformular ausfüllen? Wo studierst du? Wie lange musst du noch studieren? Bist du Mitglied in irgendeinem Buchclub? Ich bin in meinem dritten Jahr. Ich werde mir die größte Mühe geben. Ich lerne Hindi. Ich bin im ersten Jahr. Ich unterrichte mathematische Analysis. Wann fangen die Kurse an? Was lernst du? Bist du Student? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Wir möchten uns das Studentenwohnheim ansehen. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht. Arbeitest du oder studierst du? Ich bin Mitglied der Studentenvereinigung. Haben Sie Studenten aus anderen Ländern? Gibt es einen Aufnahmetest? Ich bin Leiterin der Fakultät. Ich studiere an einer Universität.
Welche Fakultäten hat diese Universität? Lassen Sie mich Ihr Reiseführer sein. Ich studiere Medizin. Ich mache meinen Master in Jura. Sie ist Studentin und spezialisiert sich auf Geografie. Ich bin an der Universität Liverpool. Was willst du nach dem Studium machen? Ich bin Student an der Kunstfakultät. Ich studiere Geschichte. Wie lange studierst du schon Bulgarisch? Ich weiß noch nicht, was ich nach der Universität machen möchte. Welchen Kurs unterrichten Sie? Ich bin in meinem letzten Jahr. Ich studiere Wirtschaft. Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? Sie studieren Chemie. Warst du an der Oberschule Mitglied in irgendwelchen Clubs?